Einen schönen guten Tag. Wir werden immer wieder mal gefragt, was man unter Umständen tun kann, um einen PC zu beschleunigen. Hierzu haben wir natürlich eine sehr, sehr breite Angriffsfläche. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen PC zu beschleunigen. Zum einen mal ist es natürlich so, dass Sie Hardware kaufen können, die dementsprechend performanter ist. Sprich eine SSD-Festplatte, mehr Arbeitsspeicher, einen Mehrfachprozessor, sprich ein Quad-Core oder wie auch immer. Des Weiteren können Sie natürlich auch von der Software-Seite her einiges tun. Das Erste, was natürlich beim Schreiben, Lesen passiert, eher beim Schreiben, ist, dass der Virenscanner natürlich die Informationen prüft, die Sie auf die Festplatte schreiben wollen. Hierzu sollten Sie Ihren Virenscanner öffnen. So, ich habe jetzt mal einfach unseren aufgemacht und Sie müssen dann auf Einstellungen klicken. Ich persönlich kann Ihnen leider nicht für jeden Virenscanner eine Anleitung geben, die Ihnen genau beschreibt, wo Sie diese Informationen bei Ihrem Virenscanner wiederfinden. Denn jeder Virenscanner ist Punkt 1 von der Oberfläche her unterschiedlich und kann auch in der dementsprechenden neueren Version auch anders aussehen. Generell ist es so, dass Sie in den Verzeichnissen, in denen Sie intensiv schreiben wollen, diese natürlich von Prüfungen ausschließen sollten. Sollten Sie im Netzwerk arbeiten, das heißt, Sie arbeiten mit Dateizugriff auch von verschiedenen Computern aus, sollten Sie an dieser Stelle auch sicherstellen, damit Sie überall den gleichen Virenscanner haben. Denn wenn Sie einmal den Virenscanner A haben, den anderen Virenscanner B und auf dem nächsten Rechner den Virenscanner C, kann es durchaus sehr, sehr problematisch sein, weil die Virenscanner sich nicht untereinander unterhalten können und vor allem auch abstimmen können. So, kommen wir mal in unserem Beispiel weiter. Wir wollen einfach die Firewall konfigurieren. Das ist schön, wenn wir das wollen, aber das wollen wir tatsächlich nicht. Und zwar, wir wollen den Antivirus konfigurieren. Also das heißt, wir müssen sagen, hier bei den Antiviren und wahrscheinlich jetzt hier bei Scans und Risiken. Wie gesagt, das schaut in jedem Virenscanner anders aus. Dann muss man irgendwie schauen, aus Scans auszuschließen die Elemente. Wir sagen Ihnen, das soll er also nicht machen. In unserem Beispiel sagen wir was mal auf. Unser Verzeichnis, wir bleiben jetzt mal beim Wabi-Verzeichnis. Unser Wabi Profi 3-Verzeichnis soll er doch bitte in Ruhe lassen. So, okay. Beim Norton ist es sehr, sehr schön. Ich kann hier eben sagen, die Unterordner schließt du bitte ein. Inwieweit Ihr Virenscanner über diese komfortable Funktion verfügt, kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Ihr Virenscanner diese Funktion nicht hat, dann müssen Sie halt die dementsprechenden Ordner hinzufügen. In unserem Beispiel ist es so, dass wir zum Beispiel den DBFS-Ordner, also den Datenbank-Ordner, mit freigeben wollen oder müssen. Oder es macht Sinn, diesen freizugeben, weil wenn die ganzen Informationen in die Tabellen geschrieben werden, prüft er dir bei jedem Byte, ob das eventuell ein Virus in der Gesamtheit sein könnte. Und je größer oder je mehr Verkäufe oder je mehr Kunden oder Artikel sie bereits angelegt haben, kann es natürlich sein, dass die Prüfung dieser Datei immer länger dauert. So, das ist mal das eine. Im Norton ist es auch sehr schön. Ich kann sagen, pass mal auf, du lässt mal bitte auch die Dateien in Ruhe. In unserem Beispiel sage ich ihm hier unser Wabi Profi 3 Verzeichnis. So, bei Ihnen ist es halt Wabi Profi 3, bei uns heißt es so. Da wollen wir die Wabi 3 Exe, wo haben wir es denn? Die soll er auch in Ruhe lassen, die soll er nicht prüfen. So, wenn Sie das getan haben und Sie im Single-Modus arbeiten, das heißt, Sie arbeiten nicht im Netzwerk, dann ist es hier beim Virenscanner schon fast alles. Sollten Sie im Netzwerk arbeiten und sollten Sie auf Ihren... So, wir machen das einfach mal so, ich ziehe das mal rüber, okay. Und sollten Sie hier irgendwo ein gemapptes Laufwerk haben, das ist zum Beispiel XY auf Wabi Profi 3 ist, dann müssen Sie dieses X bzw. dieses Y auch von Prüfungen freigeben. Okay, wenn Sie das haben, können wir auf Übernehmen klicken und dann auf OK. Ein weiterer Punkt, der unter Umständen Performance-Einbußen mit sich bringt, sind Einstellungen im Windows. Hierzu öffnen wir mal die Systemsteuerung. So, ich gebe hier unten bei Cortona oder dann klicken Sie auf Systemsteuerung.
Es öffnet sich ein neues Fensterchen, in dem Sie weiter unten auf Verwaltung klicken können. Wenn das anders aussieht bei Ihnen, wenn das eventuell so aussieht und sagen, ja, finde ich jetzt nicht, dann klicken Sie hier oben auf Kategorie und sagen große Symbole. Wir klicken nun auf Verwaltung. Nun klicken wir auf Computerverwaltung. Nein, falsch. Auf Aufgabenplanung. Ja, genau. So, wir machen das mal hier ein bisschen größer, die Fenster. Damit Sie es besser sehen und ich auch. So. Und es ist jetzt ein bisschen verschachtelt. Sie klicken danach auf Microsoft, dann auf Windows. Und hier haben wir den Punkt Defrag. Ein neues Fensterchen öffnet sich und es ist für diejenigen, die das noch nicht so oft gesehen hat, etwas verwirrend, weil echt viele Sachen hier stehen. So, hier heißt also Scheduler ID oder als Schedule Defrag wird ausgefügt. Warum? Wird ausgeführt, weil wir den Prozess gerade gestartet haben. Ich sage jetzt hier einfach mal beenden. So, dann steht es so bei Ihnen dort. Das ist ein Dienst, der von Microsoft schon hinterlegt ist oder in Ihren Windows hinterlegt ist, aber nicht automatisch aktiviert ist. Um diesen Dienst zu aktivieren, müssen wir gleich zwei, drei Eingriffe jetzt vornehmen. Wir klicken hier auf Trigger. Und wir sollten jetzt hier eigentlich hier nichts eingeben können, weil es ja nur die Informationen sind, die Sie bereits definiert haben, sondern wir klicken hier auf der rechten Seite auf Eigenschaften. Ein neues Fensterchen öffnet sich, jawohl, wo wir nun sagen, pass mal auf, hier mit dieser Aufgabe werden lokale Speicherlaufwerke optimiert. Sehr gut. Dann gehen wir auf Trigger und sagen Neu. So, jetzt sagen wir, das Ganze soll täglich passieren, das soll jeden Tag wiederholt werden, soll beginnen an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. Und ich sage jetzt einfach mal 8 Uhr. So, jeden Tag um 8 Uhr soll das ganze Ding starten. Alle anderen Punkte können Sie ausgeblendet lassen bzw. nicht aktivieren, denn die Aufgabe soll sich nicht verzögern, es soll sich nicht jede Stunde wiederholen und soll sich auch nicht nach x Tagen wiederum beenden. Und die Aufgabe ist ein Dienst, der nie abläuft. So, und jetzt sage ich ihm hier, okay, jetzt haben wir hier diese Informationen stehen, täglich, jeden Tag um 8 Uhr. Nun können wir auf OK klicken, um diese Informationen zu übernehmen. Das heißt, Sie haben nun einen neuen Dienst in Ihren Windows hinterlegt, der jeden Tag um 8 Uhr startet. Sollten Sie sagen, ja, ich schalte aber erst meinen Rechner um 9 Uhr ein, dann macht die Information natürlich keinen Sinn, dann wählen Sie halt einen Zeitraum, dass Sie sagen, okay, klicken Sie erneut auf Eigenschaften, gehen auf Trigger und sagen hier dann Bearbeiten und stellen halt dann eine Uhrzeit ein, wo Sie wissen, da ist Ihr Computer schon an. Diese Einstellungen helfen Ihnen oder hierbei unterstützt Sie Windows, damit einfach die Datenfragmente auf Ihrer Festplatte geordnet vorliegen, aneinandergereiht vorliegen. Somit ist auch ein schnelleres Schreiben und auch ein schnelleres Lesen bezüglich Ihrer Festplatte möglich. Also das können Sie von Seiten Ihres Windows tun. Und nochmals zu guter Letzt. Hardware-Performance können Sie sich kaufen, Quad-CPU, mehr Gigabyte, also mehr Speicher, SSD-Festplatten, gegebenenfalls ein RAID-System, im Netzwerk Gigabyte LAN oder beziehungsweise Terminal-Server verwenden. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen etwas helfen können und ich bedanke mich bei